Schelmischer Humor, vernichtende Kritik. Zwischen neugierenden Erzählungen und unkonventionellen Kompositionen entführt uns Pauline Zenk in ein metaphorisches Universum. Am Anfang ihrer Arbeit sucht und sammelt die Künstlerin Bilder aus Zeitschriften, Flohmärkten und dem Internet. Dabei steht im Fokus immer der Mensch. Ich liebe ja Menschen und liebe eben Menschen darzustellen und zu untersuchen und Menschen also in ihrem Gesicht zu beobachten und dann eben durch Porträts vielleicht was rauszufinden. In ihrer Malerei bringt sie im kollektiven Gedächtnis verwurzelte Figuren zurück und fragt sich nach ihren Motivationen. Eben, was bringt Leute dazu, sich so jetzt wie die Damen hier auszuziehen, öffentlich zu zeigen, gegen was zu protestieren, das in die Hand zu nehmen, zu sagen, ich muss dagegen was tun. Was macht es, dass du derjenige bist, der sagt, nee, so nicht?